Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meiner heutigen Tour hier mit dem Pedelec. Ich habe Feierabend, es ist früher Nachmittag und was gibt Schöneres für den Kopf, als sich ein bisschen an der frischen Luft zu bewegen mit dem Rad, mit dem Pedelec. Das Wetter ist zwar so ein bisschen bewölkt, gibt vielleicht auch noch Regen gleich, dafür ist meine Laune aber heiter besonnig. Also ich bin gut drauf und ich hoffe, euch macht es Spaß, mich ein bisschen zu begleiten. Was mir gerade schon auffällt, wenn ich hier in den Monitor von der Kamera gucke, ich habe irgendwie immer die gleichen Klamotten momentan an, immer die gleiche Jacke, wenn ich unterwegs bin mit dem Pedelec. Die habe ich neu, die ist halt relativ schön warm und ich bin ja so ein Konsumopfer. Ne? Das ist jetzt hier dem Online-Shopping zu verdanken, dass ich halt eine neue Jacke habe. Die Läden haben ja geschlossen, beziehungsweise Anfang des Jahres war es noch ein bisschen schwieriger, überhaupt damit Termin und so weiter. Und da dachte ich mir auch, fängst mal an hier was zu bestellen, probierst du das mal aus und das hat gut geklappt. Mit der Jacke bin ich jedenfalls gut zufrieden und darum habe ich die momentan immer an. Aber vielleicht regnet es gleich noch, dann kommt die Regenjacke auch noch ins Bild. Der Himmel ist ja ziemlich grau hier im Moment und da bietet es sich doch wirklich an, in der schönen Hütte hier ein kleines Päuschen zu machen. Ich hatte heute auch noch gar kein Mittagessen. Ich hatte so eine Lust, nach Feierabend direkt jetzt loszuradeln. Da habe ich mir was eingepackt, also mein Trangia dabei, dass ich mir ein bisschen was warm machen kann, ein bisschen was kochen kann. Leckeres alkoholfreies Bier. Ja, und was gibt's heute? Ja, ich habe mir von meiner Tochter was gemopst, die isst gern so Reisgerichte, so Fertigreisgericht. Und da sind ja diese Böhnchen drauf gemalt, habe aber gefühlt, da sind glaube ich keine Böhnchen drin, keine Kidneybohnen. Darum habe ich auch extra mitgenommen, dass ich mir das genau so zubereiten kann, wie ich das hier auf dem Bild auch präsentiert bekomme. Ja, hoffentlich werde ich davon satt. Schauen wir mal. So, Trangia. Ich habe übrigens ein bisschen was Neues mir gekauft hier für meine Küche. Also für meinen Kocher, besser gesagt. Und zwar, mal das hier rausholen. Das ist auch neu. Aber was ich euch zeigen wollte, ist hier mein neuer Topf. Ich habe bisher ja immer in den reinen Aluminiumtöpfen hier gekocht. Das war halt damals das günstigste Paket, was man kaufen konnte von Trangia. Jetzt habe ich mir diesen beschichteten Topf geholt. Man liest ja auch immer öfter, wahrscheinlich auch zu Recht, dass wenn ich hier Wasser drin koche, dass ich da auch Bestandteile aus dem Metall lösen kann, was auf Dauer wohl nicht so gesund ist. Gut, ich esse jetzt ja nicht jeden Tag daraus, aber man muss ja nichts provozieren. Darum habe ich mir den größeren Topf jetzt schon mal beschichtet geholt und den nehme ich jetzt heute auch für mein Reisgericht. So, wo ist denn mein Brenner hier? Was ich auch neu habe, ist dieser Feuerstahl. Heißt das Ding Feuerstahl? Ja, ich glaube schon. Ne? Sonst schreibt mir das ruhig in die Kommentare, wie es richtig heißt. Bisher hatte ich ja immer hier mein kleines Feuerzeug dabei. Und ich habe im Winter auch gemerkt, wo es kalt war, Anfang des Jahres mit den Touren, das ist doch schon manchmal gar nicht so angenehm über Kopf hier mit dem Feuerzeug und so weiter. Und das hier funktioniert ja auch immer. Da bin ich auch nicht abhängig davon, ob mein Feuerzeug funktioniert. Voilà. Erster Versuch. Der Brenner ist an. Also Feuerstein heißt es nicht, weil es ja kein Stein. Aber ich glaube, es heißt Feuer,
Feuerstahl, oder? So, mein neuer Topf, heute Premiere. Und da muss Wasser rein. Also mal gucken, was steht denn da? Meine Böhnchen, komm. Was soll der Geiz? Alles rein. Das noch ein bisschen köcheln lassen. Ist natürlich tippitoppi, dass ich hier auch ganz alleine in der Hütte bin. So richtig Platz auch für mein Fahrrad. Muss das gar nicht draußen frieren. Ich habe jetzt ja auch eine Sorgfaltspflicht für meinen Akku, ne? Der darf ja nicht zu kalt werden. Drum habe ich das Fahrrad mit reingenommen. Ich möchte ja möglichst lange was von meinem Pedelec haben und auch von dem Akku. Und wir wissen ja alle, ganz vollladen ist gar nicht so gut, wenn man das ständig macht. Man soll eigentlich immer nur 80% laden, habe ich jetzt ja auch gelernt. Versuche ich jetzt auch zu berücksichtigen. Aber wie macht ihr das denn, dass ihr wisst, wann ihr das Ladegerät ausschalten soll? Das Ladegerät sagt ja nicht so 80%, ich schalte mich jetzt aus. Ich habe jetzt ja auch keine Lust, mich zu Hause stundenlang daneben zu setzen und drauf zu warten. Gibt es da schon irgendwelche hilfreiche Unterstützung? Oder muss ich erst was erfinden? Dann mache ich das natürlich gerne. Nee, ohne Witz. Ich habe da schon so eine Idee, wie ich da was machen könnte. Aber vielleicht gibt es ja schon was. Dann muss ich das gar nicht. Und da bin ich mal gespannt. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das so macht, dass euer Akku-Ladegerät sich bei 80% ausschaltet. Bei mir kocht aber mittlerweile ordentlich was los hier. Ein bisschen die Flamme runterschalten. Das hast du wieder ganz geschickt gemacht. So. Schon mal probieren. Ja, super. Jetzt weiß ich auch, was ich zu Hause vergessen habe. Ich habe meinen Gewürzstreuer zu Hause vergessen. Also diese Fertigpackung, da steht zwar mexikanisch drauf, aber unter mexikanisch verstehe ich ein bisschen was Würzigeres. Naja. So ist das dann, ne? Hätte ich ja mal einpacken können. Wiegt ja eigentlich auch nicht viel. Mitgedacht, hätte was gebracht. So, ich will es aber nicht weiter rumjammern, habe ja auch Hunger. Drum lasse ich mir es mal hier schmecken. Ich habe inzwischen alles wieder eingepackt, bin satt geworden, aber am Ende war es auch gar nicht mal so lecker. Und den Plastikmüll hätte man sich auch sparen können, ein bisschen Reis warm machen, hätte ich auch so machen können. Also nächstes Mal nehme ich keine Fertigpackung mit, dann mache ich mir wieder selber was und mache dann auch weniger Müll.
so ein bisschen im Gelände fahren, so auf Schotter fahren, das ist ja auch schon immer so ein bisschen kniffelig und ein bisschen rutschig, aber jetzt gerade auf dem nassen Rasen da, das war schon, ja, da wünscht man sich manchmal auch vielleicht Stützräder oder sowas am Rad, ne? Das war schon ein bisschen sehr rutschig, was Komoot sich da wieder ausgesucht hat hier für mich heute, ne? Ich verbinde der Bus immer Punkt A und Punkt B und den Rest macht dann ja mein Routenplanungsprogramm sozusagen, ne? Der Biergarten hat bestimmt auch schon bessere Tage gesehen, aber das haben wir in letzter Zeit ja eigentlich alle, ne? Dass wir mal Tage hatten, in denen man auch in Biergärten rausgehen könnte, aber wird ja langsam besser. Und ich habe auch langsam wieder ein bisschen Hoffnung, in der zweiten Jahreshälfte zum Herbst hin auch mal eine Tour mit Campingplatz machen zu dürfen. Dass man dann auch wieder als Tagestourist sozusagen, als Radreisender mit Zelt in die Waschräume, in die Toilettenanlagen rein darf. Das wäre doch mal was. Das wäre schon mal eine Aussicht. Ja, liebe Leute, man sieht ja immer öfter am Wegesrand auch so Eierverkaufsautomaten, hätte ich fast gesagt, hier so ein Stand, wo man sich dann am Hof hier was kaufen kann, Eier in dem Fall hier. Und hier wurde auch ein bisschen nachgelegt. Jetzt zu den Eiern dazu gibt es jetzt auch Suppenhühner. Mobilstall-Suppenhühner. Und das Ganze nochmal erklärt. Mobiles Geflügel. Guck mal, tippitoppi. Auf sowas stehe ich ja total. Bloß, ich weiß jetzt nicht, was meine liebe Frau Andrea geplant hat zu kochen. Ich hatte ja schon mal Mittagessen heute und die nächsten Tage. Also so Suppenhuhn auf Verdacht nehme ich jetzt mal nicht mit. Aber ich weiß jetzt ja, wo ich eins bekomme. Für manche mag dies hier vielleicht nur eine Bodenwelle sein, für mich das schon eine richtige Steigung. Und für sowas ist natürlich super, jetzt einen Motor zu haben. Ne? Das ist richtig entspannend, eben Motor an, hier rauf kullern und dann oben weiterfahren. Meine Akkuanzeige vom Pedelec ist jetzt hier gerade der zweite Balken von rechts hier verschwunden. Das heißt, 40% vom Akku habe ich verfahren und das habe ich hier auf dem Tacho. Knapp 54 Kilometer. Gut, ich habe viel selber gestrampelt und aber auch einige Steigungen, auch ganz schön Gegenwind. Dann auch mehr als den Tourmodus angehabt, auch schon mal den Sportmodus hier. Also ich habe nicht direkt gespart, sagen wir mal so. Heißt für mich jetzt bei meinem Fahrstil auch mit Gepäck, ich habe jetzt 10 Kilo dabei, auch mit Gepäck im hügeligen Gelände sozusagen sind 100 Kilometer auf jeden Fall drin. Dann hätte ich 80% vom Akku ausgeschöpft. Wenn es weniger windig ist, vielleicht auch noch weniger, aber das ist ja schon mal so ein grober Richtwert, weil diese errechnete Anzeige da mit Restkilometern, das ist ja nichts, vor allem wenn ich zwischendurch halt, wie gesagt, den Motor ausstelle, dann springt die doch sehr große Sprünge hin und her. Und der Balken oben, da muss ich nochmal gucken,
wie linear das wirklich ist, ob sich das wirklich gleichmäßig abbaut. Bei meinem Stromer bin ich das ja so gewohnt, dass dann 10% wirklich 10% sind. Ich weiß nicht, wie das beim Bosch hier ist. Bleibt ihr da Erfahrungswert, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ist das auch linear? Werden die Balken da oben gleichmäßig weniger oder ist der plötzlich leer? Das möchte ich natürlich nicht. Da möchte ich nicht überrascht werden. Ne? Ja, wenn ich diese grün-weißen Fahnen hier im Hintergrund sehe, bin ich auch ein bisschen traurig. Dann ist das Symbol hier für die Schützenfeste. Das ist die Kaiserstiege, habe ich gerade gelesen. Hier scheint der aktuelle Schützenkaiser zu residieren, zu wohnen. Und in diesem Jahr finden erst ein zweimal in Folge jetzt bei uns in der Gegend hier keine Schützenfeste statt. Und das sind immer sehr gesellige Veranstaltungen, wo ich auch gern dran teilnehme. Immer wieder lustig, schön. Und ja, es ist schade, aber ist halt so, ne? Hilft nichts rumzujammern. Hoffentlich gibt es nächstes Jahr Schützenfest und unser Schützenverein, da wo ich Mitglied bin, der hat dann sogar 100-jähriges Bestehen im nächsten Jahr. Da hoffe ich ja, dass das auch was wird. Ne?
gut, 66 Kilometer sind es geworden jetzt in den 3,5 Stunden bei meiner kleinen Feierabendtour, um den Kopf nach der Arbeit frei zu fahren. Ja, kleine Tour kann man schon gar nicht mehr sagen bei 66 Kilometern, aber das macht halt tierisch Spaß, ne? Ich habe da richtig Spaß in den Backen jetzt mit der Motorunterstützung da die Hügel raufzufahren und dann am anderen Ende wieder runterzurollen. Tippitoppi. Ja, das bin ich mal gespannt, was ich die nächsten Tage noch damit zu unternehmen. Ich muss mir mal einfallen lassen. Meine 50 Kilometer Touren, die ich mir sonst so ausgeguckt habe, scheinen ja fast zu kurz zu sein, vor allem für Ganztagestouren mit Akkuunterstützung. Ich werde mal schauen, ne, was mir da in den Kopf kommt. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich hier heute zu begleiten auf meiner Feierabendtour. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Wer noch nicht hat, darf dies gerne kostenlos machen. Und dann verpasst ihr auch nicht, wenn es zu meiner nächsten Tour geht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo.